Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten, herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im Mai mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Die erste Monatshälfte kann für euch noch ein wenig unruhig ausfallen, aber dann macht sich zunehmend Harmonie breit. Wenn ihr zu irgendeinem Thema eine Beratung braucht, bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über meine Homepage oder auf meinem Kundentelefon und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Eure langfristigen Tendenzen habe ich euch ausführlich im Jahreshoroskop beschrieben. Ihr habt ja sehr wichtige Konstellationen mit Saturn, Mars, Lilith und Pluto hier im Partnerhaus. Bitte informiert euch da nochmal drüber. Ihr könnt es auch in meinem Jahreshoroskopbuch nachlesen. Saturn ist jetzt rückläufig geworden und steht im Mai genau gegenüber der Sonne der Geburtstagskinder vom 28. Juni bis 2. Juli. Und Lilith bildet einen herausfordernden Aspekt für die Krebsgeborenen vom 11. bis 16. Juli. Und wenn euer Aszendent zwischen 19 und 23 Grad im Krebs steht, kann das kritische Momente oder eine Konkurrentin für eure Beziehung anzeigen. Chiron ist jetzt in den Widder gegangen und bildet eine Spannung für die Geburtstagskinder vom 21. bis 23. Juni. Für euch kann es sich lohnen, mehr darüber herauszufinden und in meiner Verlosung könnt ihr diesen Monat eine Chiron-Beratung gewinnen. Da erfahrt ihr alles darüber, was dieser wichtige Transit des inneren Heilers im Horoskop für euch bedeutet. Einzelheiten zu der Verlosung gibt es am Ende des Videos, also bleibt dran! Jetzt ist übrigens auch der zweite Teil meines Chiron-Specials online, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder, mit der Deutung des Chiron-Transits für die Sternzeichen. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Diesen Monat steht das nächste kosmische Großereignis an, denn Uranus wechselt das Zeichen. Er geht in den Stier, nachdem er zuvor 7 Jahre durch den Widder gelaufen ist. Für euch ist das eine sehr gute Nachricht, denn dadurch wird Uranus einen harmonischen Aspekt zur Krebssonne bilden, nachdem er vorher lange Zeit in Spannung zu euch stand. Das bedeutet, dass sich Neuerungen und Veränderungen in eurem Leben nun harmonischer einfügen lassen und dass ihr durch gute Leute schöne Anregungen bekommt und unterstützt werdet bei euren Vorhaben. Diesen Monat werden die Geburtstagskinder vom 20. bis 22. Juli allerdings die Spannung hier von Uranus noch spüren, vor allem bei beruflichen neuen Projekten oder auch Veränderungen in eurer Firma oder der Chefetage. Die können euch stark fordern. Aber die Geburtstagskinder vom 21. bis 23. Juni, die spüren bereits den frischen Wind der Veränderungen und interessanten neuen Impulse. Gleichzeitig sind das aber auch diejenigen, die jetzt von Chiron im Widder herausgefordert werden. Wenn ihr also in der Zeit gesundheitliche Probleme habt oder mit einer Schwäche konfrontiert werdet, bekommt ihr gleichzeitig Unterstützung von Uranus, der freundschaftliche Hilfe und originelle Lösungen anzeigt. Jetzt wollen wir uns die Konstellationen der Reihe nach anschauen. Der Monat beginnt mit der Sonne im Stier. Das ist sehr angenehm für euch, denn sie steht im kosmischen Freundschaftshaus. Bestimmt habt ihr viele Freunde aus dem Zeichen Stier, die euch jetzt alle zum Geburtstag einladen. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Der Merkur ist wieder direktläufig und zeigt, dass ihr wahrscheinlich beruflich viel zu tun habt. Er steht in Spannung zur Krebssonne. Da kann es hilfreich sein, wenn ihr euch vornehmt, Bemerkungen von Vorgesetzten oder Kollegen nicht persönlich zu nehmen, ist wahrscheinlich nicht so gemeint. Die Venus steht in den Zwillingen, in eurem kosmischen 12. Haus. Wenn ihr jetzt gerne mal in der Stille genießt oder eure liebevollen Gefühle bevorzugt auf spirituelle Ziele lenkt oder besonders gerne meditiert, ist das ganz normal. Vielleicht ist das sogar ganz gut, wenn ihr euch mal zurückzieht und in die Stille geht, denn ihr habt noch bis zur Monatsmitte weiterhin Mars im Partnerhaus und das kann Konflikte in Beziehungen fördern oder auch beispielsweise einen Partner anzeigen, der euch herausfordert. Für Singles kann es aber auch gut laufen, dann ist Mars im Steinbock der Verehrer, der euch hartnäckig umwirbt und kein Nein akzeptiert. Das gilt jetzt besonders für die dritte Dekade der Krebse, aber auch, wenn ihr andere Planeten in der dritten Dekade Krebs im Horoskop habt. Ein paar kritische Tage sind für euch zwischen dem 5. und dem 8. Mai. Da solltet ihr vorsichtig mit Grundsatzdiskussionen sein und überhaupt möglichst einem Streit aus dem Weg gehen, denn gleich danach ist die Stimmung schon wieder viel besser.
Vom 12. bis zum 17. haben wir ja dann diese kritische Phase, wenn Mars und Uranus miteinander in Spannung stehen. Und das ist durchaus auch für euch kritisch, vor allem für diejenigen, die ganz am Ende der dritten Dekade Geburtstag haben. Da solltet ihr den Ball einfach flach halten, denn das ist wie ein kurzes Sturmtief, was aber auch schnell wieder abzieht. Außerdem müsst ihr bedenken, dass in dieser Zeit auch die Verletzungsgefahr erhöht ist. Also man kann sich durch unbedachte Handlungen und wenn man nicht aufpasst, schnell wehtun. Also gebt da ein bisschen auf euch Acht. Zwischen dem 14. und dem 16. Mai wechseln Merkur, Uranus und Mars das Zeichen. Und am 15. haben wir dann den Neumond im Stier. Und insgesamt ist das diese Phase, wo sehr viele Menschen sehr gereizt sind und wo man sich nicht immer sicher sein kann, wie das Gegenüber so reagiert. Die Neumond-Meditation könnt ihr zum Beispiel dafür nutzen, über eure Freundschaften nachzudenken, darüber, wer euch unterstützen könnte und wen ihr unterstützen wollt. Auch beruflich bahnen sich sehr interessante neue Kontakte und Möglichkeiten zum Netzwerken an. Auch darüber könnt ihr nachdenken, was ihr euch da für euer Fortkommen wünscht. In der zweiten Monatshälfte macht sich zunehmend Harmonie breit. Denn wir haben im Mai als Hauptaspekt die romantische Verbindung zwischen Neptun und Jupiter. Hier ist der Wohltäter, hier ist der Romantikplanet und das unterstützt jede Form von Liebe, Fantasie, Kreativität und der Aspekt steht super günstig zur Krebssonne. Und dieser Aspekt fängt schon ab dem 12. an, seine harmonisierenden Kräfte zu entfalten und steigert sich dann bis zum Vollmond am 29. Mai. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten. Am 19. Mai wechselt die Venus in den Krebs in euer Zeichen und beglückt euch dann bis zum 14. Juni mit ihrer schönen Energie. Und das Zeichen Krebs gilt als sehr günstig für die Venus. Sie kann sich da gut entfalten und ihr werdet dann sicher häufig im Mittelpunkt stehen. Andere, die mit den kosmischen Entwicklungen Schwierigkeiten haben, werden wahrscheinlich Rat bei euch suchen und auch bekommen. Außerdem ist es auch einfach ein guter Aspekt, um sich der eigenen Schönheit zu widmen und sich zu verwöhnen. Am 21. Mai um 4.14 Uhr am Morgen geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Zwillinge. Sie aktiviert dann für 4 Wochen euer kosmisches Haus der Spiritualität. Wenn das für euch ein wichtiges Thema ist, dann solltet ihr euch dem auch widmen. Vielleicht möchtet ihr euch dann einfach auch mal zurückziehen oder ihr braucht mehr Schlaf als sonst und eure Träume intensivieren sich. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es nochmal in der Zeit vom 24. bis 27. Mai. Da haben wir einen kritischen Aspekt zwischen Saturn und Venus auf eurer Beziehungsachse. Und wenn ihr in einer Partnerschaft seid, diskutiert ihr dann zum Beispiel eure Wertvorstellungen oder es geht darum, wer wessen Grenzen jeweils akzeptieren sollte. Wenn ihr gerade am Flirten seid, macht euer Gegenüber womöglich kritische Bemerkungen über euer Aussehen. Lasst euch das bloß nicht zu Herzen gehen. Die Phase geht schnell vorbei und davon abgesehen sind die Aspekte sehr schön und harmonisch für euch. Wir haben einen traumhaften Vollmond am 29. Mai, wo die Venus in ein großes Harmoniedreieck eingebettet ist mit Jupiter und Neptun. Und das alles hier in eurem Zeichen. Und diese positive Energie reicht bis in die erste Juniwoche. Ihr werdet sehen, dass dann nette Menschen euch umgeben, die euch zu schätzen wissen und euch verehren, wie ihr es verdient habt. Das waren eure Konstellationen im Mai. Wenn ihr mehr über euer persönliches Horoskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebessituation für euch entwickelt, dann könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 11. Mai um 17 Uhr. Dabei kann mir jeder eine Frage zum Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel auch nutzen, um zu erfahren, welchen Einfluss von Chiron oder Uranus ihr gerade erlebt. Mein Chiron-Video hat ein Riesenecho ausgelöst. Das ist für ganz viele ein großes Thema, Chiron als inneren Heiler zu entdecken. Deshalb biete ich euch einen neuen zweiteiligen Workshop an mit dem Titel Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und zwar am Donnerstag, den 17. Mai um 18.30 Uhr und am Freitag, den 18. Mai um 17 Uhr. Und dazu gibt es auch ein Geschenk. Mehr darüber erfahrt ihr im zweiten Teil meines Chiron-Specials. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Chiron-Beratung bei mir zu gewinnen. Darin erfahrt ihr alles darüber, wie ihr mit Chiron zur Heilung und Persönlichkeitsentwicklung finden könnt.
Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaften der Sterne informieren können. Also einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch jetzt auch den zweiten Teil meines Specials über Chiron an, Entwicklungschancen mit Chiron im Widder. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.